Hello and welcome everybody to the next talk after the break. It's so great that you're all here to learn about Q art. And I'm so glad to introduce Henrik Plötz to you, who usually speaks about security at Congress, but this time he brought to you some... Herzlich willkommen. Ihr hört die deutsche Übersetzung des Vortrags Q Artistry auf dem 32. Chaos Communication Congress. Because nowadays there's still many of the times ugly, and next year at Congress I really want to see some great stickers with great QR codes. So give it up for Henrik. Thank you. Yeah, thank you for the introduction. Ja, vielen Dank für die Einführung. Es ist eigentlich gut, dass nicht nächsten Kongress gesagt hat, weil das ist eigentlich noch nicht ganz fertig. Aber ich werde ein paar Bausteine von einem Werkzeug vorstellen und werde erklären, wie ein QR-Code konstruiert wird, was wir brauchen werden, um ihn zu manipulieren. Wie ihr vielleicht wisst, vor dem Vortrag habe ich ein paar Leute getroffen, die nicht wussten, was ein QR-Code ist. Das ist so etwas ist wie ein Barcode. QR steht für schnelle Antwort, Quick Response, und es wurde 1994 für die Automobilindustrie in Japan entwickelt, um mehr Daten zu speichern wie ein herkömmlicher Barcode. Es wurde seitdem standardisiert in ISO-Standard. Und das ist erstmal in 2000 passiert und wurde in 2006 aktualisiert. QR-Codes sind in Asien sehr weit verbreitet und dort schon seit mehreren Jahren benutzt. Aber besonders in den letzten Jahren habe ich sehr viele QR-Codes in Europa gesehen und auch hier auf diesem Kongress. Verglichen mit letztem Jahr sind da sehr viel mehr verbreitet. Einer der Gründe, warum das immer weiter verbreitet ist, sind freie, kostenlose Apps für Smartphones und auch für nicht so clevere Telefone wie mein altes Nokia. Hatte nicht so viele Apps, aber es gab sogar einen Barcode-Reader. Und ich war sehr verwirrt, weil das keine 2D-Barcodes lesen konnte. Aber es war Barcode-Reader genannt und konnte nur QR-Codes lesen. Neben der herkömmlichen Verwendung, über die ich nur sehr wenig erzählen werde, haben Leute Barcodes auch in kreativen Art und Weisen benutzt. Die meisten Leute von euch kennen vielleicht den rechten QR-Code, der ist einer der vielen Beispiele, die auch für Menschen sehr nett anzusehen sind. Das ist von 2008 für den BBC. Und es hat sich herausgestellt, dass es aussieht wie ein sehr komplizierter Mechanismus, aber es ist eigentlich gar nicht so kompliziert. Denn die Buchstaben sind einfach nur übereinander gelegt. Man hätte da alles drauf machen können. Das sieht so aus, als ob sie zum Code gehören, aber sie gehören eigentlich gar nicht zum Code. Dieses Beispiel habe ich von den Quellen, die da unten stehen, von einem ähnlichen Projekt, aber das ist nicht so, hat nicht so ein breites Spektrum wie mein Vortrag. In Japan wurden QR-Codes schon seit einer ganzen Weile benutzt. Diese Dizzy-Werbungen haben auch einen sehr gut lesbaren QR-Code, der so ausschaut, als ob möglicherweise einige Disney-Characters mit drin sind, aber die sind nicht Teil vom Barcode. Das hier ist das Projekt von Byrus Cox. Er nennt es QArt. Er kann Bilder in meisten der Pixel encodieren. Diese zwei Codes sind lesbar und auch gültig. Es gibt hier keine Tricks und keine Fehlerkorrektur-Tricks. Ich werde nicht erklären, wie das funktioniert, aber ich gebe euch hier die Referenz darauf.
For these examples, diesen Beispielen properly integrated. Die sind nicht wirklich richtig integriert, sie sind nur drüber gemalt. Das funktioniert deshalb, weil der QR-Code eben viel Schaden, viele Fehler handeln kann. Dafür hat man die Fehlerkorrektur. Und wenn man sich auf diesen und jenen Code sich anschaut, dann sieht man als Mensch vielleicht nicht so die Änderungen direkt. Aber tatsächlich sind die Pixel von schwarz auf weiß umgedreht und umgekehrt. Aber ein QR-Code-Reader würde dann Fehler sehen. Würde es aber korrigieren, weil es mit der höchsten Korrektur kodiert ist. Bei der höchsten Fehlerkorrektur-Level können bis zu 30% der Pixel kaputt sein. Das hier ist etwas leichter. Da habe ich nur über die Pixel drüber gemalt. Ich habe es einfach schwarz gemacht. Jetzt sind es nicht 30% Damage, sondern nur 15% kaputt, weil die Hälfte der Pixel eh schon schwarz war. Overpainting wird sehr häufig gemacht. Ein neuliches Beispiel, was mir gut gefallen hat, war Sandstorm. Das ist ihr Logo. Das ist der QR-Code dazu. Es schaut so aus, als ob der Code embedded ist, aber in Wirklichkeit ist er wieder nur drüber gemalt. Mit meinen Tools könnte man das, den Originalcode angucken. Ein anderes Beispiel, ich zeige nicht so viele Beispiele, weil das wäre unerwünschte Werbung, aber das zeige ich. Das ist Wikipedia. Die machen auch einen Code mit drüber malen. Schon sagte, die andere Möglichkeit, um das so zu machen, ist das Projekt QArt von Russ Cox. Er hat einen anderen Trick. Was ihm aufgefallen war, ist, dass es keinen Unterschied macht, wenn es einen langen Hash gibt, der nicht wirklich existiert. Also hier haben wir die eigentliche HTTP-Adresse. Und dann haben wir einen Fragmentbezeichner, den der Browser dann zwar sucht, aber nicht findet und danach dann auch ignoriert. Das Gesicht, was man hier hinten, hier unten sieht, das ist in der Zahlensequenz kodiert. Das ist eine Menge Mathematik, die man da braucht, das zu enkodieren. Mit dieser Technik kann man,16-Bit, diese Daten sind eigentlich Daten und der Rest ist Fehlerkorrektur. So höchstens 16 Wörter kontrollieren. Also 10 Daten und 6 Fehlerkorrektur. So this was the introduction. Das war jetzt die Einführung. Und ein bisschen Motivation, warum ich denn gerne mehr als das modifizieren möchte. Wir sehen, dass es schon noch recht viel Struktur gibt, die wir nicht kontrollieren können. Stellt sich raus, dass ein QR-Code sehr einfach aussieht, aber eigentlich nicht, es nicht ist. Das ist täuschend einfach. Das nennt man ein Modul, das ist einfach ein einzelner Pixel. Aber auch die restlichen Sachen haben eine Funktion. Diese großen Punkte in den Ecken sind die Suchpatterns. Die müssen da sein, damit der QR-Code-Reader das Pattern erkennt. Und was mir vorher nicht aufgefallen ist, gibt es ein Timing-Pattern. Diese Pixel wechseln sich immer ab. Das fällt einem normalerweise nicht auf. Obwohl ein Mensch eigentlich relativ gut Muster erkennen kann, ist mir das vorher noch nicht aufgefallen. Der ISO-Standard spezifiziert die Encoding-Prozedur und es stellt sich auch heraus, dass es 4 verschiedene Encode-Modi gibt. Dann muss die Version bestimmt werden. Also darüber erzähle ich später noch etwas. Das wird dann in einen Bitstream encodiert. Padding is added. Es gibt Padding dazu.
Wir werden später dieses ganze, das ganze Encoding in 4-Bit geschieht. Also alles danach muss dann in Codewords aufgeteilt werden. Und zu diesen Codewords gibt es die Fehlerkorrektur-Codes. Danach, es ist auch sehr verwirrend, das wusste ich vorher auch nicht, gibt es die Daten und die Fehlerkorrektur-Wörter sind vermischt, dass obwohl der das heißt, die Daten sind eigentlich komplett verteilt. Dann die Spezialpixeln, die sind Funktionenmodule, werden Funktionenmodule genannt. Werden übereinander gelegt in eine Matrix, um absichtlich Merkmale zu verschleiern, die man normalerweise sehen würde. Wenn man das natürlich im Vornherein weiß, dann kann man seine Daten anpassen, so wie das Russes Projekt getan hat. Aber man kann auch Folgen von Leerzeichen, aber wegen diesem Masking sieht man eben keine Muster. Und schließlich wird noch ein Format und die Versionsinformation hinzugefügt. Wie ich gesagt habe, muss die Daten encodiert werden. Es gibt die vier verschiedenen Modi. Der erste Anwendung gefunden hat, war die numerische Encodierung, wo man nur Zahlen encodieren konnte. Das heißt, drei Zeichen werden in 10 Bit encodiert, also eine Zahl von 1 bis 2032. Dann gibt es die alphanumerischen Modus, der eine Ersetzungstabelle verwendet mit 45 Charakteren und hier werden zwei Zeichen in 11 Bits encodiert. Der Modus 8-Bit-Byte ist so, wie man es erwarten würde. Und der Kanji-Mode habe ich selber noch nie selbst gesehen und benutzt 13-Bit für 2-Byte-Zeichen. Ich weiß nicht, wie das funktioniert. Ich spreche kein Chinesisch. Also die Extended Channel Interpretation ist auch interessant. Damit kann man zwischen verschiedenen Interpretationen wechseln. Mit denselben Modi, die normalerweise ASCII-Daten encodieren oder Zeichen, 8 oder 8-Bit-Zeichen, aber können denen eine andere Bedeutung zuweisen. Der wichtigste Modus ist vielleicht der UTF-8-Modus, aber es gibt auch andere Modis, die ich mir noch nicht so genau angeschaut habe, aber ich vermute, dass man dort auch einfach noch ein paar Freiheitsgrade hinzufügen kann, indem man andere Modi wählt. Außerdem gibt es noch ein weiteres Feature, das ich noch nie gesehen habe, nennt sich Structured Append. Wenn all die Daten nicht in einen Code passen oder wenn der Bereich nicht quadratisch ist, dann kann man mehrere Codes zusammensetzen, bis zu 16. Alle diese QR-Codes haben dann eine Prüfsumme und jeder der Codes hat dann einen Index und der Reader, die App, fordert dann auf, die anderen QR-Codes zu scannen. Der weit verbreiteste Reader ist vermutlich der Barcode-Reader für Android, der unterstützt das nicht. Aber mein altes Nokia-Phone kann das tun. Ich habe ein Beispiel auf dem nächsten Slide. Ein weiterer Moduszeichen ist das FNC1. Darüber werde ich aber nicht sprechen. Das ist Barcode-Zeugs. Da gibt es sehr viele spezielle Sachen. Das ist ein Beispiel für das Structured Append. Wenn Sie das probieren möchten, sind die vier Codes zusammen. Im unteren Bereich haben genau die gleiche Bedeutung wie der größere obere Code. Aber der Android-Reader kann zum Beispiel die vier einzelnen Codes nicht lesen. Sie zeigen nur
Sie zeigen nur einen Fehler. Wenn man das mit einem alten Nokia-Phone versucht, dann wird das Nokia-Telefon einem sagen, dass das jetzt der erste von 4 Codes ist und dann die weiteren Codes scannen. How much can you store in a QR code? Wie viel kann man in einem QR-Code unterbringen? Eine ganze Menge. Codegröße und die Speicherkapazität hängen von der Version ab. Es gibt 40 Versionen, aber es sind nicht Softwareversionen, sondern es ist nur die Länge des Codes, die angegeben ist. Es gibt etwas, was wir als die Version bezeichnen würde, das ist der Model Code. Wir benutzen immer den Model 2 Code, der Model 1 Code, den gibt es eigentlich nicht mehr, wird nicht mehr benutzt. Das hier ist der Version 1 Code, speichert 150 Datenbits und Fehlerkorrekturbits. Wie man sehen kann, gibt es etwas, was sich ändert zwischen Version 1 und Version 2. Es gibt ein neues Ausrichtungsmuster, neue Pixel kommen dazu. Bei Version 2 gibt es dann dieses Ausrichtungsmuster. Es wird immer größer und größer. Ab einem bestimmten Punkt bei Version 7 gibt es dann weitere Ausrichtungsmuster. Eine weitere Änderung, die man sehen kann, ist, dass Versionsinformationen noch dazu kommt. Version 7 mit 8, 2000 Bits, 20, 6000 Bits, geht hoch bis zu Version 40, die dann 23.000 Datenbits speichern kann beim jeweils gleichen Fehlerkorrekturlevel. Dieser hier speichert nur Q, die Buchstaben Q und A, und der Rest ist Padding, Hüllraum. Da hat man die ganzen Bits nicht gebraucht. Aus der Spezifikation des Seiten und Seiten von Tabellen, die einem sagen, wie viel Speicherkapazität in jedem Code drin ist, zum Beispiel eben die Version 40 hat 23.000 Bits. Das sind ungefähr 7.000 Zahlen oder etwa 3.000 Characters, Zeichen. Wie ich schon früher sagte, Daten und Fehlerkorrektur sind miteinander vermischt. In anderen Spezifikationen. Das hier sind Codeworte, das sind 8-Bit-Bytes. Und die Datencode-Worte sind hier angegeben. Also Hello World wäre H, E, L, L und so weiter. Für jede dieser Zeilen ist dann die Fehlerkorrektur berechnet. Und um es dann in den Code reinzubringen, gehen sie spaltenweise, von hier nach da und dort. Auf dem nächsten Slide zeige ich euch ein Beispiel. When laying out the data blocks, wenn man die Datenblöcke outlayt, dann fängt man rechts unten an. Hier ist der erste, der zweite, der dritte und so weiter. Oben hoch, dann wieder runter, dann wieder hoch und wieder runter, dann zickzack Muster. Hier ist ein anderer Debug-Output von meinem Programm, der einem sagt, welcher Code welcher ist. Hier ist der erste, hier ist der zweite. Wie man sieht, gibt es hier diese Vermischung. Ich weiß nicht genau, wie viele es sind. Es sind vielleicht 11, 21, 31, 41, 2 und so weiter. Also hier ist die Mischung zu sehen. Was die meisten Leute nicht wissen, es gibt auch eben eine Maskierung. So dass also ein QR-Code-Reader eben diese Ausrichtmuster findet. Selbst wenn man ein Muster inkodiert, was eigentlich ausschaut wie ein Finder-Muster, dann würde man das nicht so sehen. Denn es gibt 7 verschiedene Masken, die mit XOR drüber gelegt werden, die Pixel invertieren. Wenn man alle 7 nacheinander drüber legt, was die Spezifikation sagt, man probiert alle 7 aus und der die beste Resultat gibt, den nimmt man, oder das ist am wenigsten schlechte. Hier ist nochmal ein Debug-Output von meinem Programm, das
zeigt uns, wo die Funktionsmodule sind, also die Bindermuster, die Ausrichtmuster in den Ecken, dann die Formatinformationen, das sind die Fs hier. Es gibt eine zweite Kopie weiter hier unten und hier drüben, also selbst wenn man die Ecken nicht findet, dann ist es immer noch in Ordnung. Es gibt Versionsinformationen hier und dort. Also selbst wenn man eine dieser Ecken abschneidet, ist man immer noch in Ordnung. Und hier sind die Ausrichtmuster und das Timing-Pattern. Um euch zu zeigen, wie viele Freiheitsgrade es gibt, zeige ich ein kleines Beispiel. Ich encodiere den Text. Hello 32C3. And using these mode indicators, I would über diese Mode-Indicators. Ich würde es in drei Abschnitte aufsplitten. So I'm using 8-bit bytes for those characters, alphanumeric. Ich verwende 8 Bytes für diese, 8 Byte für diese vier Characters, dann alphanumeric für diese und das wäre der resultierende Bitstream. Wir fangen oben links an und nutzen das einfach als Bitstream, fügen das Padding hinzu und das, das ausfüllen. Und das ist genau der 8-Bit-Byte-Indikator, die 64 hier. Und das wäre die resultierende Struktur. Das sind die Datenwörter und das sind die Reed-Solomon-Fehlerkorrekturwerte. Aber ich bin nicht gut mit Mathematik und habe einfach die Python-Library benutzt, die A Open Source, und encodiere das in diese Matrix. Und das ist der QR-Code, der dabei rauskommen würde. Einer der möglichen Codes. Stellt sich heraus, dass man ganz viele verschiedene Codes generieren kann, die semantisch identisch sind, aber komplett anders aussehen. Welches der komplette Grund ist, warum ich hier bin. Jeder dieser Codes geben dieselbe Folge zurück, also Hallo 32C3. Aber sie sehen überhaupt nicht ähnlich aus in der encodierten Version. Und sie sehen auch nicht gerade ähnlich aus in der Debug-Version. In der Debug-Version sehen sie auch nicht gerade ähnlich aus. Das ist einfach ohne die Maskierung. Jetzt, wenn man alle diese Elemente kontrollieren könnte, könnte man einen Code auch so aussehen lassen, wie man möchte. Mein großer Plan für die Zukunft ist, dass man ein grafisches User-Interface hat, wo man einfach nur auf einen Knopf drücken muss, um einfach nur auf den Knopf drücken zu müssen. Aber ich habe einfach nur die Infrastruktur dahinter. Soweit bin ich nämlich noch nicht. Und das kann mit der Dekodierung und der Enkodierung helfen, um das erwünschte Resultat zu bekommen. Um dies zu machen, braucht man etwas wie einen Assembler. Die Schnittstelle für den Assembler ist noch nicht ganz fertig, aber so wie man einen Software-Assembler machen würde, gibt man ihm sehr Low-Level-Informationen, was er tun sollte, und dann wird das den Code für Sie zusammensetzen. Man kann es auf einem sehr niedrigen Level modifizieren. Das sind die Nicht-Standard-Dimensionen, die man customisieren kann. Man kann mit dem Encodier-Modus herumspielen. Man kann die Coding-Modi aufteilen. Man kann Extended Channel Interpretation einfügen, in zufälligen Punkten, wenn man will. Was man auch tun kann, das habe ich vorher noch nicht ausprobiert, ist Padding einzufügen. Wenn vorhin ist uns ein Terminator aufgetreten, das ist Ende des Modus-Indikators. Meiste Decoder würden das einfach dekodieren und wären in Ordnung. Was man auch machen kann, das ist eine ziemliche Standardanwendung.
For URLs you can just wenn man, kann man bei URLs zum Beispiel Groß- und Kleinbuchstaben vertauschen, semantisch äquivalent. Hübschesten wäre es, wenn man, was man, wenn man einfach in den Code reinmalen könnte, was man machen will und dann ist, ausschaut, guckt, wie das nach der Fehlerkorrektur ausschaut. Und wenn man etwas findet, was ein echter Domainname ist oder kein echter Domainname ist, dann könnte man das registrieren und dann umleiten auf seine eigene Domain. Das mache ich als nächstes. Momentan ist meine Business-Karte ein Standardcode, aber ich glaube, ich werde das bald ändern. And, you can combine all those techniques. Man kann all diese Techniken kombinieren, auch die von Russell. Wenn man dann dem gewünschten Code sehr nahe kommt, dann kann man den Rest einfach übermalen. Der Rest hat dann Fehlerkorrektur. Wie schon gesagt, man kann das Niveau von Fehlerkorrektur wählen. Die Funktionsinformationen hat etwa 30%, 5 Bits werden in 10 Bits kodiert, 15 Bits kodiert. 6 Bits encoded into 18 Bits. 6 Bits werden in 18 Bits kodiert. Man kann im Prinzip alles ändern, solange man nicht zu viel ändert. Und den Code kann man hier auf GitHub finden. Es ist noch nicht so, der Code ist noch nicht so nützlich. Aber ich glaube, so ist mir mal aufhören. Wir haben nur noch 4 Minuten. Ah ja, das versucht es mal zu scannen hier. Thank you so much, Henrik, that we still have time for questions. So, if you have any question, please come to the microphones. We have them here and also in the back. And we also have a signal angel, and I'm checking whether we have some questions from the internet. We have one, so please. Wir haben eine Frage aus dem Internet. So one user in the ISC states that according to also ein Gebrauchsfall sagt, dass DensoWave, die haben eine FAQ. Da steht drauf, dass die unter Umständen Patentrechte gültig machen würden. Also, ich weiß, dass es eine Variante von QR-Codes gibt, die Farben für Informationen verwenden, aber ich weiß nicht, ob sie darauf anspielen. Aber ja, Patentgesetz. Wir sind hier in Deutschland. Bin mir nicht sicher, ob Sie das Masking erklärt haben. Funktioniert denn das Demaskierung beim Dekodieren, beim Enkodieren, war es klar? Das Masking ist in der Demaskierung ist in den Funktionenmodulen implementiert. Hier sind die ersten zwei Module kontrollieren, was für einen Fehlerkorrekturmodus wir haben. Die ersten zwei Bits. Die nächsten drei Bits enkodieren, was für eine Art von Maskierung verwendet werden. Und die sind nicht maskiert. Das heißt, entweder hier oder hier kann man diese Bits lesen und dann weiß man, was für eine Maskierung verwendet wurde. Dann einfach ein XOR und dann kann man das wieder machen. So, I don't see any further questions. So, thank you again, Hendrik. I hope you are keine weiteren Fragen. To help him, with the project and make ihr habt die Übersetzung des Vortrags.